neue Hardware bei Finnair, die lang erwartete Premium Economy und die aufgefrischte Business Class haben Premiere. Weniger Emirates A380-Flüge nach Deutschland von Dubai aus und unschöne Entwicklung beim Emirates Skywards. Es gab eine Meilenentwertung. Das Schlimmste ist, es war unangekündigt. Also unglaublich. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff. Heute am 2. Februar 2022. Auch wieder, wenn ihr Meilen, Punkte, Status oder aber auch News aus der Aviation nicht verpassen wollt, dann vergesst einfach nicht, den Kanal zu abonnieren. Ganz genau, die Glocke anmachen, dann bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und liked die Beiträge. Das ist wichtig für uns, das ist gut für euch. Ich danke, wenn ihr das tut. Wenn ihr das nicht tut, danke ich euch auch zumindest, dass ihr heute bei der Folge dabei seid. Das erste Thema, die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen. Qatar Airways hat im Rahmen des Staatsbesuchs vom Emir in Washington für Qatar Airways den Vertrag bei Boeing unterschrieben. Ganz genau, man hat die Boeing 777-8, also 777-8, wie man so schön sagt, unterschrieben, gekauft. 50 Stück geht der Vertrag drüber, aber es sind keine 50 gekauft worden, sondern man hat 34 Festaufträge vergeben, 16 Optionen, was aber auch nicht so ganz ehrlich ist, weil man hatte ja auch 60 777X im Auftragsbestand, hat davon aber 20 umgewandelt in Frachter. Damit kann natürlich jetzt Boeing endlich das Programm starten. Man hat einen guten Lounge-Kundin bekommen. Und Qatar Airways ist ja auch erfahrener Lounge-Kunde bei Fluggesellschaften, weil sie hatten ja schon einige Flugzeuge als erste oder zumindest in der Region nebenbei. Ja, Lieferstart für das Programm ist für 2027 vorgeschrieben und vorgesehen, glaube ich, Vertrag vorgeschrieben, ne? Schauen wir mal. Wobei es bei der 777X ja im Moment noch ein bisschen Verspätung gibt. Lufthansa ist ja leidtragend, aber das wissen wir. Lasst uns einmal ein paar Zahlen vergleichen. Schauen wir uns das mal einfach an. Boeing hat ja bei der 777-8F, bei der Cargo-Version, eine Reichweite von 8.167 Kilometern. Airbus geht bei der ganzen Geschichte auf 8.700 bei der 350F, also kann etwas weiter fliegen. Die Basis ist ja die A350-1000. Dann geht es weiter mit der Nutzlast. Die Nutzlast ist 1.112,3 Tonnen. Bei Airbus sind es 109 Tonnen, also das heißt so 3,3 Tonnen Unterschied. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Punkt ist, aber sagen wir einfach mal, es ist ein Punkt. Also Reichweite für Airbus, Boeing bei der Tonnage. Dann Kubikmeter bei Airbus sind 695, aber bei der Boeing sind es 766,1. Also auch hier wieder, ist Boeing im Vorteil? Ich weiß es nicht. Aber auch das könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, dass Katar die Boeing gekauft hat und dann von Airbus halt weggegangen ist. Und wie wir ja alle wissen, hat man sich ja nicht mehr lieb. Das heißt also, Qatar hat Airbus nicht lieb, Airbus hat Qatar nicht lieb. Und die Farbe hat quasi dafür gesorgt, dass bei der Beziehung der Lack ab ist. Aber dann gab es etwas, was ich zumindest nicht gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Man hat konsequenterweise, weil aufgrund dieser Farbaffäre bei Airbus der Vertrag gekündigt worden ist. Ja, ganz genau. Man hat gesagt, die 50 Stück, die ihr bestellt habt vom Airbus A321neo, gibt es nicht mehr. Was hat sich Qatar Airways gekrallt? 777 hatten wir eben. Also 737 MAX 10. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine 777 MAX 10. Man weiß es nicht. Aber in dem Fall war es eine 737 MAX 10. Und weil man halt da dann gesagt hat, es waren 50 Stück, hat man diesmal aber nur gesagt, wir sind ein bisschen vorsichtiger, wir würden 25 der 737 MAX 10 nehmen, plus 25 Optionen. Und der Qatar Airways-Chef Akbar Al-Barker, den ich ja persönlich sehr, sehr mag, weil er, soll man sagen, er hat das Herz auf der Zunge, hat das effizienteste Flugzeug in seiner Kategorie gekauft. Ja, ganz genau so in hohen Tönen lobt er das Flugzeug. Aber er bekommt ja auch noch zwei 777F von der alten Version, wenn man so reden will. Was haltet ihr davon, dass man auf die 737 MAX 10 gegangen ist? Ist ja eigentlich konsequent, ist auch logisch. Aber ich weiß es nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Eine weitere Liebesgeschichte, die noch nicht in trockenen Tüchern ist, ist die ITA mit
MSC und Lufthansa. Da sind irgendwie 1,2 Milliarden Euro im Raum, die man für diese Veranstaltung anteilig bezahlen möchte. Aber Air France KLM ist Partypooper. Ja, ganz genau. Man hat die Zahlen jetzt nochmal genannt. Ganz einfach, man hat im zweiten Quartal 2023 die schwarzen Zahlen, die man haben möchte, laut Forecast, wie das so schön heißt. Und da möchte man jetzt aber von der Air France KLM-Seite das Ganze, dass diese Hochzeit mit Lufthansa, MSC und ITA nicht funktioniert, möchte man dann halt ein bisschen torpedieren. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall sagt ITA, wir haben unsere Zahlen im Griff, wir wollen Lufthansa haben, aber das sieht der Franzose, Holländer nicht ganz so ein. Aber sie haben ein Problem, die Holländer, mit den Franzosen. Ganz einfach, sie haben ja Staatskredite laufen. Damit dürfen sie keine Firmen übernehmen. Das ist das Problem. Lufthansa hat zurückgezahlt. Das ist der Vorteil, den wir in Deutschland mit der Lufthansa jetzt haben. Alle, die gesagt haben, warum machen die das? Jetzt wisst ihr es, warum sie es machen. Sie wollen kaufen. Und das war ja genau das, was ich auch immer wieder gesagt habe. Also auf jeden Fall möchte man diese exklusiven Gespräche von Air France KLM torpedieren und man möchte halt vor allem auch in den Datenraum kommen. Datenraum ist das, wo die ganzen Zahlen zusammengefügt werden und wo man sieht, wie die Firma da steht, was die Pläne sind und. Aber Lufthansa hat dann quasi eine Exklusivität. Mal sehen, wie das wird. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Was denkt ihr? Ich denke mal, dass so ein bisschen eine Ahnung von Alitalia, ITA, wie sie auch jetzt heißen, von den Franzosen da sein sollte, weil die ja im Sky-Team zusammen sind. Aber man weiß es nicht. Aber wie gesagt, das Angebot mit 1,2 Milliarden ist ja im oberen Bereich, weil es sollte zwischen 700 Millionen und 1,4 Milliarden sein. Und Lufthansa hatte auch ein bisschen Angst vor einer Bieterschlacht, dass man halt nicht so viel bezahlen muss. Aber Air France, ist das jetzt eine Drohgebärde? Ist das jetzt etwas, was, womit man rechnen muss? Ist das halt auch so eine Geschichte, weil man andere Fluggesellschaften auch übernehmen möchte? Man TAP und Air Europa, dass man da von Air France KLM noch ein bisschen schaut. Also insofern kann man mal gucken, ob das ein wirkliches Übernahmeziel ist und vor allem, ist das realistisch? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt doch einfach unten in die Shownotes drunter, in die Kommentarspalte rein, was ihr davon haltet. Ganz, ganz wichtig, warum ihr es haltet. Ich bin gespannt. Ich bin überrascht, dass das ganze Ding, weil es scheint oder schien irgendwie schon in trockenen Tüchern, vielleicht nicht so trocken in den Tüchern ist, weil der Franzose und Holländer Air France KLM dann noch ein bisschen Sand ins Getriebe streuen möchte. Emirates A380. Das ist ja ein Flugzeug, was ein Synonym ist für Emirates. Warum? Ganz einfach, weil Emirates ja fast nur 380er gefühlt hat. Natürlich, die haben auch 777s, klar, die haben auch 747 für Cargo. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist der 380er ja auch jetzt wieder zurückgekommen. Warum? Weil die 380er Bedarf haben in Dubai, sagen sie ganz einfach. Und man ist dann geflogen, natürlich nach Frankfurt, nach München, nach Düsseldorf und nach Hamburg, hat da die 380er hingebracht. Das Einzige, was halt nicht 380er war, war, glaube ich, der zweite Umlauf in Hamburg, der ist 777. Und jetzt hat man bei Emirates gesagt, nee, das ist irgendwie zu viel Kapazität am Markt und Februar ist nicht so ganz prickelnd. Lufthansa hat ja Februar auch Flüge reduziert, andere Fluggesellschaften haben das auch gemacht. Und dann hat man jetzt Folgendes einfach gemacht, dass man 196 geplante Flüge hat. Aber diese 196 Flüge sind halt nicht diese 216 Flüge, die man eigentlich geplant hatte, beziehungsweise sogar noch mehr. Und jetzt hat man da halt, ja, gecuttet. Nach Düsseldorf gingen 47 Airbus A380 oder 47 Mal, 38 Mal nach Frankfurt, 14 Mal die 777 nach Hamburg, 22 Mal der 380er, 26 Mal die 777, so als Planung. Und München 33 Mal den 380 und 16 Mal die 777. Jetzt wird das aber gewechselt, also wird weniger. Das, wo es auch eine Änderung gab, war New York. War es New York? Nee, war Los Angeles und London Heathrow, wenn ich das gesehen habe. Die haben also auch einen Umlauf verloren. Und da muss man jetzt einfach mal schauen. Sie sagen, das ist eine temporäre Sache. Aber was ist eure Meinung, warum im Februar die Kapazitäten gestrichen werden von Emirates? Ist der 380er vielleicht doch nicht so rosig? Ich weiß es nicht. Also ich finde das Flugzeug geil. Schreibt unten, Kommentarspalte, was ihr von dieser Nachricht haltet. Finnair hat nicht nur
eine News mit dem Sitzen, sondern vorher haben wir noch eine andere News. Und zwar, wer gerne mit Langstreckenmaschinen auf der Kurzstrecke fliegt, hat bei Finnair die Möglichkeit, weil man bei Finnair jetzt doppelt so viele A350, 330er einsetzt auf innereuropäischen Strecken, zum Beispiel Amsterdam, Brüssel oder London Heathrow, werden als Langstreckenflugzeuge auf der Kurzstrecke benutzt. 17 A350-900 oder 8 330-300er, die man in der Flotte hat, werden da eingesetzt und die fliegen dann lustig vor sich hin und ihr könnt da dann halt von Helsinki oder halt von dem Ziel aus mit einem Widebody fliegen, was natürlich gerade in der Business Class wesentlich angenehmer ist. Warum ist das so? Ganz einfach ist es so, weil man möchte einfach die Crews da auf den Maschinen, ja, current halten. Warum nimmt man die Flieger nicht für Langstrecken? Weil keine Langstrecken gehen. Asien-Geschäft ist bei Finnair sehr stark, aber Asien funktioniert im Moment halt nicht. Deshalb muss man was anderes machen. Und man möchte diese Flugzeuge auch nicht irgendwie parken und dafür andere Flugzeuge holen, die man vielleicht braucht, um auf anderen Märkten zu wachsen in europäisch. Das sind so die Gründe. Wenn ihr andere Gründe habt, schreibt sie unten in die Kommentarspalte. Ein Flug zum Beispiel wäre AY1441, der um 7.40 Uhr von Helsinki nach Brüssel geht. Rückflug natürlich dann auch. Von 8 Uhr um 9.10 Uhr die AY1331, Helsinki nach Heathrow. Amsterdam 8.10 Uhr, 9.45 Uhr, ihr merkt also sehr großer Morgenumlauf. Dann am Nachmittag nochmal um 16 bis 17 Uhr Helsinki bis Heathrow, aber das mit einem 330er. Der erste Umlauf nach Heathrow war ein 350er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann 16, 15, 17, 45 auch mit einem 330er von Helsinki nach Amsterdam. Und, ganz, ganz wichtig, nach Helsinki geht das dann halt umgekehrt, wie ich das gesagt habe. Einmal im Wechsel 350er, 330er, je nach Ziel und Uhrzeit. Also insofern könnt ihr mal schauen, es sind 9000 Flüge diesen Sommer. Und interessanterweise hatte man das bei Finnair schon mal im letzten Jahr gemacht. Aber jetzt ist es halt wirklich wesentlich mehr. Also insofern, wer von euch ist denn schon mal mit der Finnair auf dem A350 geflogen? Wer ist mit dem 330 geflogen? Wie fandet ihr das Produkt? Was ist eure Meinung dazu? Wenn ihr sagtet, Finnair ist nicht so prickelnd in der Business Class, dann sage ich euch, okay, man hat das verstanden und man macht eine neue Business Class. Die alte Business Class war ja so nordisch, grau und so weiter. Ihr wisst ja, was ich meine. Hatte dann mit diesem Marimekko diese stilistischen Elemente. Jetzt gibt es eine Business Class, die etwas schicker ist, hübscher ist, frischer ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schaut auf den Bildern selber. Nächste Woche wird jetzt endlich das Ganze gezeigt, neben der lang erwarteten Premium Economy. Ja genau, Finnair führt auch eine Premium Economy ein und man hat damit also auch eine eigene Kabine für die Premium Economy. Am 10. Februar soll es soweit sein, war ja eigentlich für den 19. Januar gedacht, aber viel zu viele Leute waren krank bei Finnair und natürlich die Restriktionen in Finnland haben da Probleme gemacht. Deshalb konnten sie dieses, wie sie es selber nennen, highly customized Design, also das sehr, sehr modifizierte Design, was sie reingebracht haben, jetzt endlich zeigen. Man sieht das auch an den Sitzplänen. Die alten waren ja etwas anders. Das heißt also, die Alten haben ja da eine Sitzreihe gehabt. Also im Prinzip in der Premium Economy, weiß ich nicht, gibt, haben sie keine gehabt. Aber in der 350 ist es 242 und 232 in der 330er. In der Business Class, und da sieht man halt den Unterschied auch am Sitzplan, ist es halt eine 221, 121 gewesen, wo ihr auch den Thron immer wieder hattet, ne? Aber jetzt ist es halt wirklich vor allem in den 350er ein reines 1-2-1 am Layout, habe ich ja euch auch eingeblendet. Die alten 330er bleiben in diesem Staggered Business Class, also das heißt, die bleiben so ein bisschen verwinkelt. Da müsst ihr einfach mal schauen. Die 330er sind halt ein bisschen merkwürdig, sieht das aus. Aber was auch interessant ist, ist halt einfach, dass man in den 330ern die Business Class kleiner macht. Und die letzten drei Reihen sind halt weggenommen worden, was dann eine Minikabine ist. Man sitzt hinter der Galley oder der Küche, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Und dahinter ist dann die Economy Class, aber dazwischen ist halt die dreireihige Premium Economy Kabine. Und man hat das ja schon geteasert gekriegt. Auf YouTube gab es ja diese Video 25 Sekunden lang. Aber wir sind mal gespannt, was da passiert. Und Marimekko bleibt ja trotzdem der Partner für Finnair.
Schauen wir mal. Ich finde es persönlich gut. Schreibt mir doch einfach unten in die Kommentarspalte rein, was ihr davon haltet. Ja, schreibt's rein. Schreiben. So, was jetzt noch kommt, ist Emirates. Emirates haben wir ja schon mit den 380ern gehabt. Viele Leute nutzen das ja auch für Meilen. Man kann es ja auch sehr schön mit Meilen bezahlen, mit Amex und so weiter. Aber die Preise sind erhöht worden über Nacht, ohne Vorankündigung. Ganz genau. Skywards hat eine Entwertung über Nacht gehabt. Heißt also, gut, okay, es ist für die Premium-Kabine. Das ist nicht für die Economy-Class, sondern für die Business-Class. Und da sind halt die Sammelmöglichkeiten natürlich für uns relativ gering in Deutschland. In Dubai habe ich damit richtig geile gehabt. Aber wer in dem Business-Flex-Tarif buchen muss, ich selber habe den versucht nie zu buchen, weil es halt sehr viele Meilen sind, da werden die Meilen halt teurer. Wenn man also einfach ein Ticket nimmt, ein Klassiker, den ich mal genutzt habe, war München-Dubai. Da habe ich, ich glaube, 62.500 Meilen bezahlt. Da sind jetzt 10.000 Meilen mehr fällig. Ja, ganz genau. Und wenn man sich das anguckt, Langstreckenziele wie Dubai, Los Angeles, da sind es auch wesentlich mehr. Anstatt 113.000 muss man 132.000 zahlen. Das sind 20.000 ein bisschen mehr. Unglaublich. Aber vor allem, dass das über Nacht ist, dass diese Entwertung, die da gekommen ist, das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und der Business-Flex-Tarif, der wird natürlich dann immer fällig, wenn der Business-Saver ausverkauft ist. Und der ist komischerweise bei den Meilen-Tickets schon öfter ausverkauft. Was ist eure Meinung dazu, dass ohne Ankündigung Meilenpunkte-Status entwertet werden? Ganz genau, also Status nicht direkt, aber die Meilenwertigkeit. Also eine Inflation stattfindet. Und vor allem, dass das nicht angekündigt wird. Ich finde das eine Frechheit. Schreibt es unten in die Kommentarspalte rein, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, ein Like dagelassen habt und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, Glocke anmacht und kommentiert. Also, und danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff am 2. Februar 2023. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Da habe ich vielleicht eine kleine Überraschung, weil da bin ich nämlich ganz woanders. Also, bis dann. Ciao.